Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Mit dieser Engelsbotschaft grüße ich Sie herzlich aus der Apostelkirche. Schön, dass Sie da sind. Die Kerzen am Weihnachtsbaum erstrahlen in voller Schönheit. Licht durchbricht die Finsternis. Ans Herz gehende Musik tönt durch den Kirchraum. Dieses Jahr brauchen wir Weihnachten ein bisschen mehr als sonst, habe ich neulich auf dem Titel einer Zeitschrift gelesen. Was einerseits lang ersehnt wurde, wird in diesem besonderen Jahr auch mit ein wenig Furcht erwartet. Viele haben sich in den vergangenen Tagen gefragt, wie und mit wem sie die Feiertage verbringen können. Für all die Menschen, die sich entschieden haben, dieses Jahr nicht in der Kirche das Christfest zu feiern, haben wir diese Videoandacht aufgenommen, um Ihnen so aus der Apostel- und Markusgemeinde die frohe Weihnachtsbotschaft weiterzugeben. Sie finden auf unserer Internetseite auch noch weitere Videogottesdienste mit den Krippenspielen für die ganze Familie. Fürchtet euch nicht. Das ist die zentrale Botschaft, die Gott uns durch seinen neugeborenen Sohn nahebringt. So lassen Sie uns dies feiern, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese die Weihnachtsgeschichte aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 1 bis 20. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten.
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Drei Könige fahren der aus Morgenland. Ein Sternlein führt sie zum Jordanstrand. In Juda fragen und forschen die drei, wo der neu geborene König sei. Sie wollen weihen. Liebe Gemeinde, als ich die Weihnachtsgottesdienste geplant habe und es absehbar war, dass wir aus Infektionsschutzgründen nicht singen werden, war mir am meisten bei dem nur mit der Orgel gespielten »O du fröhliche Unwohl«. Einmal, weil ich nicht einschätzen konnte, wie fröhlich die Gottesdienstbesuchenden dieses Fest wirklich begehen können. Zu anderen aber auch, weil diese Tradition, am Ende des Gottesdienstes im Dunkel des Kerzenlichts den Choral im Stehen zu singen, mit zu den beliebtesten gehört. Dieser Moment des Zusammenseins geht vielen besonders unter die Haut. Und so kam mir in den Sinn, dass in diesem Jahr das Lied »Stille Nacht« das diesjährige Weihnachtsgeschehen mit seinem Titel wohl besser zum Ausdruck bringt. Die meisten feiern im kleineren Kreis. Viele Umarmungsimpulse werden unterdrückt. Manche sehen sich nur über den Bildschirm oder tauschen ihre Weihnachtsgrüße über das Telefon miteinander aus. Und während wir gemütlich und behaglich vor dem Weihnachtsbaum sitzen, wetzen auf den Krankenhausfluren die Krankenpfleger und Pflegerinnen von Zimmer zu Zimmer und Ärzte und Ärztinnen kämpfen um das Leben von Schwerstkranken. Derweil sich viele Kinder und Jugendliche über die langen Ferien freuen, fallen so manche Kummertränen von Kulturschaffenden und Kurzarbeitenden, die sehr sorgenvoll auf ihre wirtschaftliche Existenz und das kommende Jahr schauen.
ungerechte Verhältnisse hat es in unserem Zusammenleben schon immer gegeben. Leider. Aber in diesem Jahr kommen diese Unterschiede noch viel stärker zum Vorschein. Insofern ist es für mich eher eine stille Nacht, eine bedächtige Weihnachtsfreude. Vielleicht in der Hinsicht, in der man sich auch oft ein besinnliches Fest wünscht. Wir besinnen uns auf das, was uns im Herzen trägt, was uns Kraft gibt, worum es im Leben wirklich geht. Viele haben in diesem Jahr ihre Werte noch einmal kritisch unter die Lupe genommen, erfahren, was gute Freundschaft ausmacht und wie fein ein gegenseitiges Helfen sein kann und was vielleicht gar nicht so wichtig ist. Das Lied »Stille Nacht«, der Titel geht aber noch weiter. »Stille Nacht«, »Heilige Nacht«. Es ist heute also eine göttliche, eine ganz besondere Nacht, in der wir auch vom Weihnachtsglanz Gottes Nähe und Liebe erfüllt werden. Gott kommt zu uns durch seinen Sohn, der als kleines Kind an einem sehr menschlich einfachen Ort geboren wurde, auf dem Strohboden in einem Stall. Und so heißt es in der zweiten Strophe, stille Nacht, heilige Nacht, Christ, der Retter ist da. Und in der dritten, Liebe aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund. Rettung, darum geht es an Weihnachten. Und in dem Lied, das manchmal durch seinen Text, der Knabe im lockigen Haar, unterschätzt wird. Es birgt in seiner Schlichtheit mehr an Bedeutung, als man beim Singen gewahr wird. Die heilige Nacht, die Geburt Christi, ist für mich so etwas wie ein Rettungsanker. In all meinen Sorgen, Zweifeln, manchmal auch Wut und Ohnmacht, dem ängstlichen Blick in das neue Jahr, bringt mich diese stille, heilige Nacht wieder zurück auf den festen Boden. Sie erdet mich und zeigt mir, dass ich sicher gehen kann, weil ich von Gott begleitet werde. In finsterer Nacht sieht Gott unsere Nöte. Im dunklen Stall bleibt ihm nichts verborgen. Wir sind mit unseren Gedanken, Freuden und Sorgen nicht allein in dieser heiligen Nacht. Das verkündet uns der Weihnachtsengel. Fürchte dich nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Amen. Thank you.
Sie uns die Hände falten und miteinander beten. Barmherziger Gott, heute bist du durch deinen Sohn auf die Erde gekommen, mit all deiner Liebe, ganz nah zu uns. Das tut gut, denn wir brauchen wieder neue Hoffnung und Zuversicht für die kommende Zeit. Und so bitten wir dich für all die Menschen, die in diesen Tagen einsam oder krank sind, für die Familien, die dieses Jahr ganz anders zusammen feiern müssen, als sie es gewohnt sind. Lass uns milde miteinander sein, wenn wir enttäuscht sind oder uns zurückgesetzt fühlen. Sei du unser Stern in dieser Nacht. Wir denken an all die Menschen, die in diesen Tagen in den Krankenhäusern und Pflegeheimen liegen und arbeiten, in den Gesundheitsämtern. Gib ihnen viel Kraft und Stärke, diese schwere Zeit durchstehen zu können. Tröste die Trauernden und gib uns selbst offene Ohren und Augen, wo wir helfen können. Bewahre uns einerseits vor Überforderung. Lass uns aber auch nicht die anderen drängenden Herausforderungen vergessen, den drohenden Klimawandel, das Leid und den Hunger vieler Menschen, die kriegerischen Auseinandersetzungen. Die Pandemie betrifft die ganze Welt. Lass uns zusammenhalten und solidarisch sein. Lass deine weihnachtliche Friedensbotschaft auf uns abfärben, damit wir uns gemeinsam für mehr Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Und alle weiteren Bitten bringen wir vor dich mit den Worten Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
So geht mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir weihnachtlichen Frieden. Amen. Thank you.